Hallo, mein Name ist Jan Musert, ich bin 27 Jahre alt und bin Azubi zum Berufskraftfahrer im dritten Lehrjahr bei der AWO Oberhavel GmbH. Guten Morgen! Morgen, Benni. Morgen, Herr Musert. Alles klar? Ja, selbstverständlich. Ja, heute Morgen Seitenlader. Ja, danke schön. Hab jetzt vorne gleich den Rückwärtsgang eingeschaltet, um zu gucken, dass halt hinten auch das Rückfahrlicht funktioniert. Und natürlich beim Rückwärtsfahren das Signalbad war ganz klar hören. Also da ist dann schon dementsprechend viel Vorkehrung getroffen, um eventuelle Unfälle dementsprechend zu vermeiden. Die AWO ist halt ein Abfernsorgungsunternehmen, hier regional tätig im Landkreis Oberhavel. Mit Fahrzeugen diverser Art, meistens Seitenlader und Hecklader. Ist absolute Millimeterarbeit, der Joystick ist sehr feinfühlig. Da muss man schön auch gucken, genau den Abstand abschätzen, wann man anhält und. Das A und O ist halt Aufmerksamkeit. Ich muss immer damit rechnen, dass irgendjemand gerade im Straßenverkehr irgendwas übersieht und, oder auf irgendwas nicht achtet und ich immer noch halt irgendwie reagieren muss. Weil, ich sag mal, so ein Schaden mit einem 40 Tonner zur Ursache im Verhältnis zum PKW ist natürlich der Schaden bei 40 Tonner weitaus größer. Eine spezielle Herausforderung war zum Anfang für mich mit Anhänger zu fahren. Ich sag mal, Anhänger fahren dürfen und fahren können sind zwei verschiedene Sachen. Und ich sag mal, das wirkliche Anhänger fahren, das lernt man wirklich erst nach der Fahrschule. Es ist so, dass ich hier mit meinem Kind unterwegs bin, dass ich da ein bisschen abschalten kann und ein bisschen meinen Ausgleich finde. Dass ich da auch wirklich die Arbeit sein lasse. Und halt so dann auch wieder neue Kraft schöpfe für den nächsten Tag. Alle, hui! Alle! So, rausstellen und aufpassen. Gut festhalten. Genau. Ja, jetzt in meinem letzten halben Jahr als Azubi zum Berufskraftfahrer wird es so sein, dass ich noch auf verschiedenen Fahrzeugen der AWO fahren werde. Und was man noch vor der Prüfung machen kann, ist eine sogenannte Prüfungsvorbereitung, die von der IHK angeboten wird, wo auch die AWO immer daran interessiert ist, dass man diese besucht, sodass man optimale Chancen hat, um seine Prüfung erfolgreich zum Berufskraftfahrer abzulegen. Bei der AWO ist es momentan so, dass einige Kollegen in den nächsten Jahren in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen, sodass ich mir da ganz gute Chancen ausrechne, nach meiner Ausbildung bei der AWO auch weiter beschäftigt zu werden. Was macht Papa da? Ist Papa am Schreibtisch? Nee, was macht Papa denn? Müllwagen fahren. Genau.